So, Leute, jetzt ist das Fassade alles komplett fertig geworden. Der Ötte kommt hier schön fröhlich. Na du, willst du zu mir? Ötte. Ja, warst ein treuer Begleiter auf der Baustelle, ne? Ja, sehr gut. Ja, der Bauherr ist auch zufrieden, hoffe ich jedenfalls. Daumen hoch von Bernd. Ja, wunderbar. Und ja, wir genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. Auf jeden Fall war das Projekt, ja, hat doch gut geklappt alles, ne? Schön jetzt hier auch mit der Fensterbank. Die wird direkt genutzt. Vorher waren immer so schräge Fensterbänke aus Beton. Die konnte man nicht richtig nutzen. Und das ist jetzt auch ein schönes Bild. Bernd hatte mir noch gesagt, er will das bald streichen nochmal, wenn gutes Wetter ist. Dann kann er hier die Bretter, die noch nicht gestrichen sind, noch einmal drüber gehen. Innen muss noch viel gemacht werden. Und sonst ist eigentlich alles hier soweit fertig. Ja. So, fertig. Letzter Tag. Ich fahre. Bernd, alles Gute. Wir haben das Auto gestern noch gepackt zum Ende. Da war ja nicht mehr viel. Und guck mal, wie schön der Niedel tiefer gelegt ist. Ja, genau. Also alles Gute, ich melde mich. Alles klar, bis bald. Tschüss. Tomko, so lecker der Schmalz. Beste Schmalz mit dir geteilt. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob noch eine Katze in der Welt so einen leckeren Schweineschmalz bekommt wie mein Tomko. Aber du musst ihm das geben. Wenn du ihm das nicht gibst, dann schreit er, der schreit mich tot hier. Der schreit und geht mit den Füßen bei mir auf die Knien so hauen. Haut mir auf die Knie. Der ist so süß. Wie der diesen Schmalz ausgeleckt hat. Ganze Töpfchen war da. Ganze kleine Töpfchen. Tomutschko, nichts gelassen für andere Katzen, nichts. Tomko, zeig mal. Tomko. Keine Chance, dass er mal hochguckt. Garig. Heute bist du alleine. Ganze Milch für dich. Garitka. Joi. Joi. Ach, die Joika, zeig mal, wie schön du bist. Zeig mal, wie schön du bist. Einmal, zeig mal. Einmal zeigen. Nur schon, du bist so beschäftigt, alle. Keiner guckt mir heute in die Augen. Wie geht dir? Wie geht dir, wie geht dir, wie geht dir? Gut, so ist Stjopka, gut. Alle Vögel jagen von hier. So. Hühnerchen sind auch schon satt. Keiner mehr da. Ah, Wasser. Alles heute gefroren war. Minus 5 heute. Du lässt heute sogar Speck liegen. Oho, der lässt sogar Schweinespeck und Molke und Brot. Also wenn er schon Schweinespeck liegen lässt, dann hat er heute was sehr, sehr Leckeres gejagt. Am Samstag ist hier, die Leute im Dorf haben große Feier irgendwie. Und alle Haushälter schlachten Schweine. Alle Haushälter. Das heißt, Stjopka ist total satt. Das ist jedes Jahr so. Die Leute schlachten immer im Frühling für Ostern. Und für Weihnachten und für Oktober, die haben irgendwelche Oktoberfeier, große. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Ja, Stjopka bringt immer Innereien und ist immer satt. Innereien bringt Knochen, Magen, alles Mögliche.
So, nach 5 Wochen sitze ich wieder im Auto und fahre nach Hause. Hat ja alles gut geklappt, aber guck mal hinten, das Auto sieht aus wie so ein Postauto. Alles voll. Ganze Pakete, die ganzen Klamotten, Wahnsinn. Ihr habt ja gesehen, wie viel ich da reingepackt habe, das war ja der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank nochmal für die, die mir das alles gegeben haben. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ich war bei wirklich vielen Leuten und ich sag mal generell erstmal vielen, vielen Dank. Wenn wir die Sachen auspacken, dann können wir ja immer gucken, wer was gegeben hat. Dann sagen wir nochmal das dann. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Auch, dass ihr nicht nur an uns gedacht habt, sondern auch zum Beispiel an die Marusa, an den Igor, an andere, die da ein bisschen was, eine Freude haben daran, dass sie mal was geschenkt bekommen. Das ist doch schön, dass man nicht immer, dass man auch mal fremden Leuten irgendwie was gibt oder schenkt oder so. Das ist wirklich toll. Ja, ich werde mich mal von Zeit zu Zeit natürlich melden von der Fahrt. Ich versuche heute mal bis nach Breslau, vielleicht Katowice, mal gucken, wie weit ich komme, zu kommen. In Deutschland sind ja ziemlich viele Baustellen und da weiß ich noch nicht genau, wie ich da gut durchkomme. Es ist heute Sonntag, von daher habe ich vielleicht ein bisschen Glück mit dem Verkehr, dass das da nicht so viel ist. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Auf jeden Fall, wir sehen uns und wir hören uns. Ne? Also, bis nachher. So, meine lieben Freunde, heute mache ich wieder solche gleiche Kohlrouladen mit Hirse und nochmal zeige, was ich dazu gebe. Eine große Zwiebel, viele Karotten, eine schöne Chili, die war aber gefroren, 3 oder 4 Knoblauchzehen, das wird alles jetzt durchgemahlen. Hier ist Hirse eingeweicht. Da kommt noch ein bisschen Schweinespeck heute, weil ich das habe geschnitten. Ein bisschen Schweinespeck und Ziegenhackfleisch. Kohl gehe ich jetzt holen nach draußen. Kohl habe ich diesmal nämlich von der Mama. Ich habe noch im Feld schönen Kohl, aber diesmal nehme ich von der Mama den Kohl. Sehr, sehr warm am Tag. Ziegen liegen alle auf der Wiese da in der Sonne. Aber sehr, sehr kalt in der Nacht. Ah, ich muss denen Wasser geben. Morgens nämlich Wasser ist nicht gelaufen. Ich habe gedrückt und es ist nicht gelaufen. Aha, jetzt läuft. Aber läuft daneben. Sorry. Läuft daneben. Ziegen haben Durst bestimmt. Die haben Heu gegessen, die brauchen Wasser. Wie, die sind schon weg. Ach so, da sind die rein. Katrusa! Ходи сюда, я пити даю. Лека, Wasser, komm, Wasser. Іди сюда, на. Na. Лека, Wasser, wie kommt ihr denn da rein? Ich hab da zugemacht. Kommt. Водичка. Водичка, ich muss noch Salz reintun, dann trinken die noch lieber. Ich hole gleich den Salz, weil ich habe diesen Salzstein nicht mehr. Ich weiß nicht, mein Schatz kommt jetzt und ich mache die Kohlrouladen und alles Essen koche ich schon für meinen Liebling. Weil mein Liebling fährt heute los zu mir. Ich freue mich schon so, ich freue mich richtig. Na, Водичка. Oh, ausschalten, ich tue noch Salz rein, dann trinken die gerne. Den Kevin lasse ich dann heute noch raus in die Sonne. Jetzt, ich hole euch Salz. Arbeit habe ich ohne Ende. Ich will noch viel kochen für meinen Liebling. Da ist der Kohl, der ganze Kohl. Salz, Pfeffer und Kümmel. Salz, Pfeffer, Kümmel. Hier kommt gemahlene Tomaten in die 2 Pfannen. Gemahlene Tomaten mit bisschen Wasser. Da werden wir die Kohlrouladen reintun. Und jetzt Kohl schneiden kommt an der Reihe. So, Kohl dünn schneiden
Und dann so ein bisschen salzen, so ganz wenig. So salzen und dann kneten. Schön. Damit das Kohl so ein bisschen einweicht und so ein bisschen lassen. Noch nicht vermischen, sonst wird das zu hart und schwer zu formen, unsere Bällchen, Rouletchen. Faule Rouletchen. Rouladen für faule Leute. Nur das ist nicht wegen faule Leute, das ist zu kleiner Kohl. Das ist schon Kohl, was kannst du nicht einrollen. Und zu schade, solche Kohl kann man ja dafür nehmen. Schön durchkneten und so ein bisschen lassen. Diesen Kohl tue ich mir schon im Kühlschrank. Verstecken, den kann man auch noch essen gut. Und nehme mir mein Wasser und gehe in der Zeit Kürbisse abdecken. Damit meine ich abdecken, dass alles, ganze Stoffe müssen weg, weil die Kürbisse darunter nass sind jetzt und die müssen trocknen. Und die haben jetzt leider nur halbe Tag Zeit, weil ich vorher keine Zeit hatte. Und dann abends wieder zudecken. Und so jeden Tag mache ich jetzt. Jeden Gottestag. So, jetzt trocknen die. Und dann in 3-4 Stunden alle zudecken wieder. So lege ich diese ganzen Stoffe. Jetzt gehe ich Kevin rauslassen auf die Straße. Jeden Tag um diese Uhrzeit lasse ich den auf die Straße. Und? Ja, wird mal Zeit, sich wieder zu melden. Also die Fahrt bis hierhin war gut. Ich bin jetzt so in Kassel ungefähr angekommen. Bin jetzt so ungefähr 2,5 Stunden unterwegs. Das geht eigentlich. Und ja, wie es halt so ist in Deutschland. Überall Baustelle, Baustelle. Es ist wirklich schon nicht mehr so schön, in Deutschland mit Auto zu fahren. Und was ich auch noch sagen muss, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, ich war gerade hier auf so einem Rastplatz, auf einer Toilette. Also man muss sich wirklich schämen. Wenn ich in Polen fahre oder so, da ist immer echt super gut aufgeräumt, sauber gemacht. Und echt sauber, aber hier ist es wirklich schlimm. Schlimm. Dass man noch nicht mal dafür sorgt, dass das eine ordentliche Raststätten oder das war noch nicht mal, da war ja noch nicht mal eine Raststätte. Wenn eine Raststätte gibt, da ist ja bezahlt von irgendeiner Organisation, wird das die Toilette gewartet und dann muss man bezahlen, dann ist halt sauber. Aber hier einer öffentlichen Geschichte, das kannst du wirklich vergessen. Naja, es ist mir gerade noch mal so aufgefallen. Ansonsten schönes Wetter haben wir und es hat sich auch in dem einen Monat, wo ich jetzt nicht da war, total verändert. Also man sieht es vielleicht. Ich zeige euch gleich mal, wenn ich ein bisschen hier schöner fahre als jetzt hier in Kassel. Zeige ich euch mal ein paar Herbstfarben. Also es ist wirklich schon ein Traum. Also das mag ich. Der Herbst hat hier jetzt wenigstens die Region gut erreicht. Natalia sagt ja auch, die haben jetzt schon Frost. Und so gesehen ist das natürlich auch schön. Ne? Und wir haben auch ziemlich warm. Wir haben heute 18 Grad. Das ist also schon ganz schön warm. So. Ja, also bis zu meinem Ziel habe ich noch ein bisschen was. 6 Stunden Fahrt mindestens, wo ich mir so ungefähr mal das Ziel gesteckt habe. Ich habe heute noch keine Übernachtungsmöglichkeit rausgesucht. Das mache ich meistens kurzfristig im Internet oder so. Das ist ja heute auch kein Problem mehr. Und ja, ich fahre jetzt erstmal noch ein Stück. Kevin. Kevin, nicht sowas machen. Guck mal. Я тебе прошу, Кевін. Bald wird schon die Bank fallen, wenn du weiter so gräbst.
Der Nachbar läuft besoffen, total betrunken und hat immer Angst vor Kevin. Der hat schon gesagt, er hat Angst vor Kevin. Kevin greift die betrunkenen Nachbarn an. Der greift die an. Василь, куди ти йдеш? Я йду додому. Ну. Що, боїшся його? Я його не боюся тільки. Дай йому яблучко. На. Та він собі з'їсть. Та він з'їсть, він знайде. Та він знайде, зараз найбуде, Василю. Та він знайде сам. Kevin, warum wolltest du nicht den Apfel, der hat dir geschenkt? Kevin, nehmen immer, wenn dir einer was schenkt. Де, Васильку? Пані Марії? А, ти б... Держи її. А. Василь, куди ти був нині? Їж, Кевін, яблучко, таке файне. О, нарешті побачив. А, не голодний. Васильку, що в тебе нового? Ніс не нового. Де йдеш? Додому? Ходив в магазин. Магазин? А нині, то нині неділя, відпочиваєш, ні? Віддихаю. Ну. А завтра їду на роботу. Куди? На кури? Ні. А куди? До лісу, щоб завтра. А. В лісі працюєте зараз? До лісу ще маю день поїхати, а вівторок вже... Вихідний? Який вихідний? На кури? Вже на кури? Та ти ж кинув ті кури. Мені треба... У мене 60 літ. А, тобі стаж, так? Не треба ні стажу, нічого. Я маю все. Ага. А скільки тобі зараз років? 29-го буде 60 літ. О, то ти ще такий молодий. Та я молодий, я знаю. Мені треба 10 днів зробити, щоб нам ні гроші зробити. Та ти якби не пив, то ти би був взагалі молоденький, а ти взяв себе так знищив. Чим? Та горівкою тою, алкоголем. Я... Тепер тебе ніяка жінка не схоче, ніяка. Тому що той алкоголь, він руйнує мозкові клітини. Ну і що? Ну і ти вже мозок пропив? Так. Печінку руйнує. Мама. Що мама? Її з мого року. Яка мама? Ти мене знімаєш? Ну. Мама з мого року. А дитина? А яка мама? Твоя? Та її мама. Ну чия її? А, свою, ти про свою якусь невесту говориш? Так. Наречену маєш? Не вали лавки. Я не хочу їхати. А, ти маєш наречену. Я ще вженю, я не хочу їхати. А, я поняла, що ти когось маєш, у її мама з твого року. Твого року. А така вона зі мною друже. Та ти що? Васильку, то якусь ти таку знайшов молоду жінку? Ну, а чого сюди не привіз? 45 років. Ого, а чого сюди не привіз? Та привозь сюди, та як і чого не час, Василь. Ти meine Art schon eine Frau gefunden? Ні, ще не вигідно вести, бо я маю там роботу, маю її там. А, вона на курах робить, а? Так. Слухай, то не... Зі мною робить в тім, на мойці. Так? Слухай, а на тих курах всі дівчат знаходять. Володька знайшов дівчину там на курах. Слухай, і вже поїхав з нею. Там дівчат більше, ну нема. Чим? Ну нема нікому робити і все. Дівчат море там. Дівчат море. Васильку, то бери, женися і не перебирай. Ні. Бо вже потім буде пізно. Не буде. Зніми його спочатку. Та я його знімаю. То він чи вона? Він. І маєш пару за неї? Ні, я його вже будемо його їсти. Як їсти його ще маленький? Ну, та маленький, а що тримати? Як воно... А викришу його? Ні. А. То треба вже різати.
До 6 місяців казали. Сказали з'їсти до 6 місяців, чуєш? Йой-йой-йой-йой, та що ж ти? Та що ж ти там шукаєш? Та куниці. Що шукаєш? Куниці є такі, куря. Куниці? Куріння є. А, корінці. Щоб ти куриці зробити, то воно того розриє тобі, що ти не. Та воно тут немає як перейти, я знаю. Це ще маленький різ. Ні, ну то я не буду тримати. То. Васильку, то тяжко. Бульби нема. Що ти? Його. Мішок я тобі можу дати. Ні, та наш. Ні, мішок можу я тобі дати. А що ти посадив? Я не сидів, але я маю. Ти не роздавайте лише собі, бо зима довга. Я маю, мені не треба. Зима довга, жінку приведе, що будете їсти? Я маю. Навіть не думай. Приведу. Навіть не думай. Хочеш міша, я тобі можу дати. Ні, жінку приводь і хай варить їсти. З буль... Хай тобі борщ варить. Так. Наша мені жінка. Я на роботі, я їсти маю море. Та їсти то таке. Годують. Та там годують, ну. Так. І за дурно? Ну. То ти вже йдеш з вівторка, так? Ну, я так думаю, а не знаю, як це вийде. Угу. Завтра ще маємо їхати до лісу, бо ти хочеш. Угу. Ну, добре, Васильку, йду я варити їсти. Тримайся, де варити їсти. Па-па, па-па. І дай йому їсти. Ну, та йому нашу. Хай куріння їсть. Так, це що? Дік. Er meint, gib deinem Schwein was zu essen. Gib deinem Schwein was zu essen, meint er, weil dein Schwein sucht nur Wurzeln. Was soll das? Der meint, wenn du keine Kartoffeln hast, ich bring dir einen Sack Kartoffeln. Ich sag nein, ich brauch keinen. Du willst ja heiraten, er will heiraten, der hat irgendwelche Frau gefunden auf der Arbeit. Und will die heiraten, meint er, junge Frau habe ich gefunden. Und ich werde heiraten. Ich sage Schluss, dann gib ihr die Kartoffeln, den Sack Kartoffeln und die soll kochen für dich. Ich freue mich für dich. Gut, dass du jemanden gefunden hast. So wie du trinkst so viel. Ich habe gedacht, keine einzige Frau will dich haben. Aber der meint, doch, doch, gibt's eine. So war das Gespräch. So war das Gespräch. Jetzt mache ich hier zu. Und ich gehe weiter meine Rouladen machen. Meine Rouladen. Und muss noch viel, viel machen. Ich habe nämlich viel, viel Hackfleisch rausgeholt. Für meinen Liebling. Ich koche jetzt für ein paar Tage. Für ein paar Tage, damit wir so nicht so viel mehr kochen müssen. Und können uns entspannen schön. Wollt ihr raus? Komm. Kommt. Ach so, das habe ich vergessen zu zeigen. Die Zwiebeln von gestern habe ich gepflanzt und habe ich zugedeckt. Wofür zugedeckt? Wegen Puten. Mit solchen Ästen. Zwei Reihen waren das. Hier habe ich auch noch ein schönes Kohlchen. Den kann man auch noch benutzen für Salat. Machen wir, wenn mein Schatz da ist. Machen wir leckeren Salat. Wolltet ihr raus oder wolltet ihr nicht raus? So ist sie. So war das Gespräch, liebe Freunde. Da kann man ja ganz schön sehen hier die Herbstfarben. Und das Sonnenlicht noch. Heute ist noch ein bisschen bedeckt. Aber es macht schon Spaß. Also bei so einem Wetter zu fahren. Schon schön. Das ist meine Flaute. Da ist nicht mehr so viel Wind. Ihr müsst ja nur überall immer aufpassen, dass du dann nicht irgendwie noch in so einen Blitzer reinkommst. Naja, aber das machen wir ja. Und wieder Baustelle. Ist klar. Wieder jetzt erstmal 3 Kilometer, 80 km/h. Naja, gut, gut.
Hackfleisch dazu, Kohl dazu. Wenn ihr wollt, kann man noch ein Löffelchen Psyllium geben. Psyllium gebe ich gerne zu verschiedenen Fleischbällchen und Fleischsachen, die ich gebe ja keine Eier, ich gebe kein Mehl und gar nichts. Und damit es besser hält, kann man ein wenig von dem Psyllium geben. Wer möchte. Das kann auch so halten, aber besser noch geben, ein Löffelchen. So, liebe Freunde, so zudecken, leider ein bisschen wenig, hier nur 5 und hier voll. Zudecken und ganz kleine Feuer. Hier kann man größeren, damit man 2 direkt kocht. Hier kann man ein bisschen größeren zudecken, beide. Und hier machen wir kleineren. So, jetzt bin ich in Breslau angekommen und ich habe jetzt noch ungefähr 14 Minuten bis zum Hotel. Dann zeige ich euch noch mal, was ich mir da gebucht habe. Das war, ich mache das immer über booking.com, das ist ganz gut. Da habe ich schon, da gibt es so verschiedene Level und da habe ich schon Level 3. Dann kriege ich immer so ein bisschen Prozente, wenn ich das dann buche. Also mache ich ganz gerne bei booking.com. Das ist jetzt keine Werbung, habe ich jetzt einfach mal so erklärt. Ist vielleicht ein kleiner Tipp für den einen oder anderen. Vor allem kann ich das dann schnell im Internet buchen, wenn ich auf dem Parkplatz bin oder so. Dann gucke ich, wo ich bin, wie weit ich noch fahren will und buche das einfach. Und da habe ich jetzt für, ich glaube, 42 Euro, irgendwie sowas, habe ich jetzt ein ganzes Apartment gebucht. Und ich hatte erst gedacht, oh, Apartment mit Küche, Zeile und alles, das ist ja eigentlich gut, aber dann gibt es kein Frühstück. Und aber die haben Frühstück dabei. Da bin ich mal gespannt, was die da an Frühstück anbieten. Ob die das aufs Zimmer liefern oder so, ist ja kein Hotel. Du kriegst dann so einen Schlüsselcode, eine Nummer. Und dann kann ich unten in die Garage reinfahren. Da gibt es eine Garage, Stellplatz, was auch sehr gut ist. Und dann gibt es noch für den Eingang unten halt einen Code und für die Tür oben den Code. Bin ich mal gespannt, wie das da sein wird. Naja, ich bin ganz gut gefahren. Jetzt haben wir so um die 9 Uhr. Den Tag habe ich gut gefahren jetzt. Schön eigentlich entspannt. War ein bisschen müde so mittags. Hab dann auch mal eine kleine Pause gemacht. Kaffee getrunken. Und ja, fühle mich aber jetzt auch gut. Aber müde. Also ich kann jetzt auch schon ins Bett gehen. Ja. Ich zeige euch dann gleich mal das Hotel noch und dann sehen wir uns gleich. So, meine Roggensauerteigbrötchen sind auch fertig. Roggensauerteigbrötchen, so sehen die bei mir aus. Kleine, ich forme immer kleine. Mein Schatz mag die leider nicht, aber für ihn habe ich Brot. Normales Brot. Ich bin am Überlegen, ob diese sogar schon fertig sind. Die brauchen ja nicht lange, so sehr lange. Da ist ja nur Hackfleisch. Nur noch ein paar Minuten. Und die nicht. Die fangen gerade an, erst zu kochen. Gerade fangen erst an. Heute mache ich mir mein Borscht warm. Mit Bohnen und Dill. Ein bisschen Fleisch. Das ist dieser Borscht von gestern. Und gleiche Kürbisbrei. Esse jeden Tag das gleiche praktisch. Gleich wenn ich. Ich denke noch 2-3 Minuten, dann kann ich die ausmachen. Hier mache ich Käse. Ist auch schon fast fertig, kann man Käse machen. Seht ihr? Jeden Tag so viel Milch, morgen Milch. Und wenn das so ist, fertig, kann man schon kochen. So, das muss ich jetzt euch noch mal erzählen. Ich fahre jetzt schon seit 5 Minuten bestimmt immer über eine grüne Welle. Unglaublich, finde ich total toll. Da ist die erste rote Ampel, aber vielleicht schaltet die jetzt auch schon auf grün. Also total bequem zu fahren. Du kommst von der Autobahn in eine Stadt rein
Normalerweise geht es dann immer los. Rot, rot, rot. Jetzt haben wir mal einmal rot, okay. Aber es ist unfassbar. Wirklich super. Kann man echt angenehm fahren. Also, Leute, besucht Breslau. Was ist denn das hier so rot? Licht ist ein bisschen rot. Ja, jetzt ist grün. Okay. Hat auch nicht lange gedauert. Wunderbar. Naja, gut. Das backe ich für Frühstück für meinen Liebling. Das kann man dann so schneiden wie solche falsche Hase. Auch Hackfleisch und hier noch mehr Hackfleisch. Da mache ich noch ein paar solche Frikadellchen. Einfach hier so in der Pfanne. Das wird hier schon gewaschen. Das ist schon fertig. Ganze Hackfleisch von hier schon weggenommen. Viel Hackfleisch heute genommen. Von Ziege. Warum? Weil mein Schatz wird neue Ziege schlachten. Dann haben wir wieder Hackfleisch. Heute ist mein Liebling schon unterwegs. Schon halbe Tag unterwegs. Und jetzt wird er übernachten irgendwo in Polen, damit er nicht so müde ist. Und morgen dann weiter. Mein armes Mäuselchen. So. Das wird jetzt gebacken im Backofen. Nur noch das letzte Hackfleisch. Das ist ja noch gefroren. Gleich wird das abtauen. Rosmarin, eine Zwiebel und Chili. Hier wieder nachher durchmischen. Und dann mache ich das mit Speck. So schön dünsten solche Frikadellchen. So, jetzt bin ich angekommen. Ich bin hier tausendmal um das Gebäude rum. Aber jetzt habe ich hier so einen Parkplatz gefunden. Schaut mal, wie riesig hier. Das sind solche Wohnkomplexe, hier wo ich hier drin stehe. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Ist so dunkel. Naja, gut. Parkplatz habe ich schon mal. Jetzt nehme ich mal meine Tasche. Und ich habe gesehen, dass das Gebäude hier ist das Gebäude, wo ich rein muss. Das habe ich schon mal rausgefunden. Das nehme ich mal mit. Das reicht eigentlich für heute. So, Auto zumachen. Und dann gehen wir mal zum Eingang. Bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Ob das auch so aussieht wie auf den Fenstern. Hey. Wie auf den Bildern, meine ich. Wie auf den Fenstern. So. Hier habe ich schon mal einen Mann gerade reingehen sehen. Deshalb habe ich mir gedacht, das muss doch hier sein. So. Jetzt habe ich mir den Code gemerkt. Hoffentlich. Warte, ich gucke noch mal nach, was sie mir hier geschrieben haben. Die haben mir so eine E-Mail geschickt. Jetzt muss ich mal eben nachgucken, Jungs. Aha, das ist der Code. So, das gebe ich jetzt mal ein. Ja, klappt. Das ist schon mal richtig. Windfang. Jetzt soll das Apartment 2 sein. Hier ist Apartment 3, 4, dann kann es ja gar nicht weit sein. Ah ja, 2. Jetzt habe ich wieder den Code vergessen. Jetzt muss ich wieder nachgucken, aber es ist halt ein bisschen spät. Aha, okay. So, den muss ich jetzt hier eingeben. Ja, das ist das Richtige. Nicht, dass ich bei jemand anders ins Apartment reingehe. Okay, hier ist es erstmal dunkel. Aha. Machen wir doch gleich mal Licht hier. Schön. Boah, ist das groß. Hör mal. Wahnsinn. Kühlschrank.
Ist aber zu essen drin. Das wäre natürlich gut. Weil er geht von der anderen Seite. Nee, leider nicht. Das wäre gut gewesen. Aber Kaffee. Guck mal hier. Das sind Kapseln. Nicht schlecht. Und, oh, das ist aber nett. Wasser. Oh, Schokolade kann ich mir morgen mitnehmen. Wasser gibt's und was ist das? Ein Schlüssel für die Garage oder was? Keine Ahnung. Okay. Oh, ein großes Bett. Wahnsinn, eine Couch-Ecke. Warte mal, hier gibt es noch ein Licht. Oh, dann macht. Super. Super. Und ein Fernseher. Brauche ich zwar nicht, aber ich will jetzt schlafen. Und was gibt es noch? Badezimmer. Ja, super. Guck dir das an. Dusche mit Badewanne. Hm. Jetzt 10 Uhr, vielleicht lasse ich mir sogar noch ein Bad ein. Tippitoppi, aus sauber, hohe Decken, sogar eine Waschmaschine. Wahnsinn. Ja, schön, freue ich mich. Super, muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Gefällt mir das Zimmer. So Leute, ich werde mich jetzt erstmal entspannen, hinlegen, schlafen. Und ich wünsche euch auch alles Gute. Habt eine gute Nacht, egal wo ihr seid. Und ich wünsche euch was. Also, bis dahin. Tschüss.